Leute, ihr habt richtig gesehen. Neues Video von mir. Heute soll es mal um alle meine Modifikationen gehen, die ich an diesem Bike gemacht habe. Es haben schon unnormal viele nachgefragt, wie hast du das gemacht, wo hast du das und das her. Und da ich jetzt auch im letzten Video nochmal nachgefragt habe, in den Kommentaren, ob ihr sowas sehen wollt, und die meisten wollten es einfach sehen, mache ich das jetzt endlich. Ja, es sind schon ein paar Sachen zusammengekommen. Das Bike ist natürlich noch lange nicht fertig, aber ich fahre ja jetzt schon bald ein Jahr lang und in der Zeit habe ich auch schon ein bisschen was an dem Bike hier gemacht. So, ich fahre jetzt erstmal an meinen Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier in der Kurve bin ich mal fast rausgeflogen. So Leute, wir sind da. Und dann, wie gesagt, ich zeige euch jetzt da alle Modifikationen, die ich an diesem Bike hier vorgenommen habe. Ja, fangen wir mal mit Punkt 1 an. Der wahrscheinlich auffälligste Part am Bike ist natürlich der Auspuff. Das ist ein MIF GP Steel. Danke dafür nochmal, dass ihr mir das letzte Mal in die Kommentare geschrieben habt. Klingt auf jeden Fall mega nice, aber dazu kommt nochmal ein Soundcheck etwas später. Ich kann es euch ja hier schon mal ein bisschen zeigen. Aber ich mache die Karre jetzt gerade mal aus. Das ist der erste Part. Ich finde, er passt zum Bike perfekt. Also von der Farbgebung her, er hat hier auch nochmal diesen kleinen roten Part drin. Das ist irgendwie einfach geil. Hat mir zugesagt vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ein Kumpel von mir hat den auch an der KTM RC. Ja, und somit kam ich auf den. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich glaube ich auch danach gemacht habe, direkt nach dem Auspuff, sind die Lufteinlässe. Danach haben schon mega viele gefragt. Ich kriege immer Anfragen auf Instagram oder jetzt auch hier auf YouTube schon in den Kommentaren. Wie hast du deine Lufteinlässe rot lackiert? Leute, das ist einfach nur mit Sprühfolie. Die habe ich auf Amazon bestellt. Ich versuche euch all die Links von den Produkten, die ich dran habe, nochmal in die Videobeschreibung zu schreiben. So Leute, sorry, ich musste kurz cutten, da ist jemand vorbeigekommen. Wie gesagt, ich habe einfach hier rundherum abgeklebt, dass das sauber gesprüht werden kann, weil der Strahl, der geht ja auch hier links und rechts ein bisschen. Und da man diese Lufteinlässe meiner Erfahrung nach nicht rausbauen kann, höchstens diesen kompletten Teil, aber das würde ja in dem Fall auch nichts bringen. Zumindest ich habe es gar nicht probiert, aber ich habe das einfach hier abgeklebt und dann habe ich mit der Sprühfolie einfach mehrere Male drüber gesprüht. Ich empfehle euch dabei, wirklich mindestens 2 bis 4 Mal mit der Sprühfolie drüber zu gehen, da die Sprühfolie ja auch ablösen kann, wenn man es nicht mehr haben will. Und dann kann man das zum Beispiel einfach mit dem Fingernagel abkratzen oder mit sonst was. Und ich habe keinen Montageständer. Und deswegen stand das Bike auch immer ein bisschen schräg, natürlich auf dem ganz normalen Ständer eben. Und dann lief das hier immer runter. Das heißt, ich musste, weiß nicht, 5, 6, 7 Mal habe ich bestimmt locker hier drüber gesprüht. Und dann lief das immer so runter. Man brauchte einfach ein bisschen Geduld. Und am Ende sah es dann so aus. Ja, wenn man sich das mal von vorne anguckt, finde ich, macht das schon sehr viel am Bike aus. Und vor allen Dingen auf Bildern sieht es immer hammergeil aus und auch hier von der Seite gefällt es mir einfach unnormal gut. Ach so, jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das war der allererste Part, den ich gemacht hatte. Das sind die Felgenrandaufkleber, also dieser Streifen hier, der kleine rote einfach nur. Die hatte ich erstmal eine ganze Weile dran, damit ist mein Bruder, weiß ich nicht, ein Jahr lang oder anderthalb lang rumgefahren. Sah auch schon geil aus, aber jetzt habe ich ja noch die Felgenbettaufkleber, wozu wir gleich noch kommen. Also, dann kamen die Felgenrandaufkleber. Ja, die hatten wir erst nur an Reifen. Und dann habe ich irgendwann mal auf Instagram mich inspirieren lassen und dann kam mir die Idee, noch das Heck hier mit dem Felgenrandstreifen zu bekleben. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe das einmal hier rundherum,
hier am Sitz, hier natürlich auch, hinten am Heck und auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Und ganz ehrlich, Leute, einerseits habe ich das noch nie bei einer MT gesehen und deswegen macht es das irgendwie einzigartig. Und zweitens, das verändert die Kanten da hinten vom Bike einfach so krass. Und das so, sieht so viel besser aus. Meiner Meinung nach ist das der günstigste und mitbest angelegte, ja, Tuning-Part, sage ich mal, am ganzen Bike. Weil diese Streifen hier hinten machen das Bike, finde ich, so viel geiler. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, das sind ganz normale Felgenrandstreifen, die ihr bei Louis oder sonst wo überall kaufen könnt. So, wie gesagt, dann kam da der Part hier. Jetzt habe ich vor kurzem noch, in Osterferien, habe ich mir dann noch Felgenbettaufkleber bestellt. So sehen die aus. Die haben hier einmal so ein paar kurze Teile und dann etwas längere. Und da ich ja schon die Felgenrandaufkleber hatte, habe ich versucht, die Felgenbettaufkleber genau hier dran zu kleben. Es ist auch größtenteils ganz gut gelungen. Sie lösen sich hier und da mal ein bisschen, aber ihr bekommt in dem Paket, was ihr auf Amazon auch bestellen könnt, bekommt ihr für den Vorderreifen und für den Hinterreifen einen Streifen extra, dass ihr, wenn ihr einen Fehler macht, noch einen über habt. Ja, das habe ich hier so eben hier an die Kanten geklebt und das finde ich, das sieht fast genauso geil aus, als wären die Felgen komplett rot lackiert. Und das habe ich auch noch bei keiner einzigen MT gesehen. Sieht, finde ich, mega fett aus. Ein Kumpel von mir fährt die YZF, der hat dieselben Felgenbettaufkleber in weiß. Ich versuche euch das jetzt nochmal hier einzublenden, damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Was ich noch letztes Jahr gemacht habe im Sommer, sind die Schriftzüge hier am Reifen. Habe ich mit einem Felgenmarkierstift, habe ich weiß nachgezeichnet. Sah mega nice aus, als das neu war. Jetzt ist es schon ein bisschen verdreckt. Das kann man einfach jedes Jahr neu machen. So ein Stift kostet 2 Euro auf Amazon. Das kann man sich gönnen. Und das macht den Reifen auch sehr viel geiler. Wenn ihr das zum Beispiel von GDA kennt, da gibt es immer diese Tuning-Reifen und da sind die Schriftzüge auch weiß angemalt. Und das sieht auch mega fett aus. So, kommen wir noch zu den Aufklebern, die ich angebracht habe. Einmal natürlich die Standardaufkleber, die schon von vornherein drauf waren, habe ich dran gelassen, fand ich mega nice. Ja, bleiben dran. Dann, als ich den Auspuff bestellt habe, hatte ich diesen Aufkleber hier dabei. Habe ich dann die rechte Seite gemacht. Und dann war noch der Aufkleber von MIF dabei. Ja, passt da, finde ich, auch ganz gut hin. Dann habe ich mal bei Red Bull und bei Yamaha angefragt, ob die mir vielleicht ein paar Sticker zuschicken könnten. Das ist ja Werbung für die und deswegen machen die das auch umsonst. Könnt ihr alle anfragen, geht einfach auf Facebook, fragt Yamaha, ob die Sticker zu verschenken haben. Dann gebt ihr die Adresse an und ein paar Tage später habt ihr die Sticker. Da habe ich ein paar Sticker bekommen, da waren 2 oder 3 verschiedene dabei. Ich habe aber nur einen angebracht, weil der hier farblich einfach zur Karre gepasst hat. Dieser hier von Yamaloop, ist die Ölmarke von Yamaha, ist so weiß, schwarz, rot, seht ihr das selber. Und ich finde, der hat hier hinten auf dieses Schutzblech vom Hinterreifen einfach perfekt gepasst, zweimal hingeklatscht. Und ich weiß nicht, ja, der macht auch, finde ich, nochmal so einen Tuning-Style aus. Irgendwie so, sieht so rennsportmäßig aus. Ja, genau denselben habe ich hier nochmal auf der Schwinge. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich den dran lasse. Und dann hatte ich noch einen von Red Bull, wie gesagt. Die habe ich auch angefragt, bekommen diese auch umsonst. Hatte ich angefragt. Da habe ich einen auf meinem Helm von denen. Den könnt ihr sehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das solltet ihr sowieso tun. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und da hatte ich noch einen hier dran. Den habe ich aber mittlerweile wieder abgemacht. Ich blende euch jetzt trotzdem mal ein Bild davon ein, wie das mit dem Aufkleber da am Rahmen noch aussah. Und das seht ihr jetzt. Ja, jetzt habt ihr alle Modifikationen von diesem Bike gesehen.
die ich bisher gemacht habe. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich habe euch vorgestellt, was ich verändert habe. Lasst eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden oder schreibt einen Kommentar, was ihr noch machen würdet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.